Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben hier eins wieder aufgebaut und sind diesmal in Cartagena, nicht mehr in Almeria. Da haben wir schon richtig gut losgelegt. Was für ein Lärm da hinten schon wieder. Und wir sind auch direkt am ersten Tag. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war vor 4 Jahren mal hier mit der R6. Das war die erste Ausfahrt mit der R6. Ich kann vielleicht mal ein paar Aufnahmen raussuchen. Vielleicht finde ich da noch was. Lange, lange her. Und mir hat die Strecke damals schon absolut nicht gefallen. Super, super schwierige Strecke, super schwierige Kurven. Gerade der erste Sektor ist echt nicht leicht zu fahren. Und in Almeria habe ich mich wohl gefühlt. Hier bin ich schon vom Kopf einfach nicht so am Start. Aber in diesem Video werden wir hoffentlich von einer unfassbar schlechten Zeit, die ich jetzt gleich im ersten Turn erwarte, zu besseren Zeiten kommen, mit Hilfe von Instruktion und Data-Logging. Ich wollte euch mal ganz simpel ein bisschen was zeigen hier im Video, wie das mit dem Data-Logging funktioniert mit meinem i2M. Für alle, die es interessiert, ist es mega praktisch, wenn man einfach nicht weiterkommt oder auch einfach gar keinen Plan von der Strecke hat, sich andere Daten von schnellen Fahrern zu holen. Nils Schäfer hier zum Beispiel, der ist sehr, sehr flott und hat auch das Data-Logging drin. Und das werden wir heute im Video machen. Also ich würde sagen, wir fahren erstmal raus, holen uns Referenzzeiten und mein Referenzgefühl nach den ersten Turns. Und ja, macht euch erstmal auf wahrscheinlich nicht sehr dynamische Aufnahmen hier gespannt. Also gefasst, gespannt. Ich ziehe mich jetzt an. Let's go! Was soll ich sagen? Ich habe es ja schon im Intro angekündigt. Die Strecke liegt mir irgendwie nicht. Ich bin ja auch das erste Mal mit der R1 jetzt hier. Aber ich bin so unzufrieden. Ich weiß gar nicht, was bin ich gefahren? 57 oder sowas? 57? Ich habe das Gefühl, ich stehe gerade Kurve 1, 2, 3. Bin so langsam. Es ist gar kein Flow drin. Ich bin mega gespannt. Jetzt die nächsten Turns fahre ich einfach mal raus. Und dann habe ich noch eine Instruktion bei Dario und dann gucke ich mir auch nochmal die Daten an und dann hoffe ich, dass es besser wird. Ich bin gespannt, wo wir am Ende des Videos landen. Ja, drückt mir die Daumen, aber jetzt gerade bin ich nicht mehr so hyped wie in Almeria. So Leute, zweiter Tag, erster Turn. Wir sind gefahren. Gestern war ja wirklich behindert. Also wirklich, ich habe mich so schlecht gefühlt. Und eigentlich sollte das Video eigentlich sein, wie man schneller wird. Aber gut, wir gehen das heute weiter an. Ich nehme euch auf der Reise mit. Es war der erste Turn. Und wir sind, ich glaube, rund eine Sekunde weg von unserer Bestzeit. Ich mag das gar nicht Bestzeit nennen, weil das echt langsam für meine Verhältnisse ist. Ich bin nur noch gerutscht. Es hat gestern auch noch geregnet. Ja, Reifen ist aber auch runter. Ich zeige euch mal. Linke Flanke schaut auf jeden Fall noch okay aus. Hier sehen wir auch noch die Indikatoren. Aber auf der rechten Seite, hier wo eigentlich die Indikatoren bären, ist nichts mehr. Den nehmen wir runter. Es war Metzler K1 hinten und Metzler K1 vorne. Und hier backt dasselbe auch schon wieder vor. Ich würde sagen, wir sammeln ein paar Daten, die nächsten Turns mit frischen Reifen und Gefühl. Und dann sehen wir uns mal zum Data Recording wieder, wenn das ist echt mega spannend. Also bleibt dran und wir legen los. Ich muss wirklich an dieser Stelle sagen, während wir hier die Reifenwärme abziehen, ich hatte sehr, sehr viel Glück, dass ich zum einen Dario Giuseppetti hier als Instruktor hatte, der mir die Strecke nochmal gezeigt hat. Ich hatte hier echt Stellen, der Linksknick zum Beispiel, der lief gar nicht. Da musste ich echt reinkommen. Dafür hier auch zum Beispiel der blinde Linksknick. Da kam ich schon gut rein und auch wieder raus. Ihr seht, ich ziehe schön weg und hatte auch unter anderem sehr, sehr viel Spaß hier in der Palmkurve, auch eine Linkskurve. Ihr seht es gleich, ich beschleunige schön sauber raus mit dem neuen Reifen. Es hat sehr gut funktioniert. Auf die Stadt Ziel hatte ich noch ein bisschen meine Probleme. Der Topspeed fehlt noch und wir gehen jetzt direkt mal eine schnelle Runde und ich wollte einmal noch mal ein bisschen drauf eingehen. Einmal natürlich, was hier jetzt besser funktioniert hat, werden wir hier runter beschleunigen. Ein relativ später Bremspunkt, aber ein bisschen sanfter mal gebremst, dass die Karre sich nicht so extrem aufschüttelt. Hier immer noch extreme Probleme im ersten Sektor. Wir werden gleich im Data Recording auch sehen, wo zum Beispiel ein schnellerer Fahrer wie Nils Schäfer dann nochmal hier mehr Zeit holt. Aber es hat wenigstens schon mal geklappt. Ich habe den Linksknick hier auch getroffen. Wir beschleunigen schön raus. Und ich wollte jetzt einmal kurz drauf eingehen. Ihr seht ja die ganze Zeit diese Animation. Die habt ihr ja auch schon letzte Saison im Rennen gesehen. Das beruht alles auf meinen Daten vom i2M. Also von dem Dashboard vorne und sozusagen auch den Daten, die sie von dem Steuergerät, von der EMU ist das, glaube ich, bekommt. Also diese ganzen Daten, Schräglage, Gasstellung, Bremsdrucksensor, da komme ich auch gleich zu, habe ich noch separat gekauft. Das ist alles das Data Recording. Das ist für euch jetzt gerade super spannend hier zu sehen. Ah, guck mal, jetzt
gibt er hier Gas. Oh, hier gibt er gar nicht Vollgas. Das ist super, super cool. Das hatten wir auch schon in der letzten Saison. Für mich als Fahrer ist es aber auch enorm wichtig, dass ich da vergleichen kann. Ich sehe die Animationen ja natürlich nicht beim Fahren, aber ich sehe die Daten gleich innerhalb von oder mit Kurven oder Graphen auf meinem Bildschirm, auf dem Laptop. Und genau das wollte ich euch in diesem Video gleich zeigen. Es wird ein bisschen nerdig gleich, aber super, super spannend. Wir lassen uns hier auch schön in den Rechtsknickback hoch reinlaufen und geben auch hier gleich Gas. Ihr seht die TC-Regeln, aber ihr seht auch, dass ich mal an Stellen Vollgas gebe oder halt auch vielleicht einen Tick zu früh vom Gas gehe. Hier auch eine sehr schöne Stelle, die hat mir sehr gut gefallen, die Linkskurve. Hier habe ich sehr satt auch beschleunigt und das sehen wir auch gleich in den Daten. Behaltet mal diese Runde ein bisschen im Hinterkopf und dann gehen wir gleich jetzt mal auf das ganze Thema Datenanalyse, zumindest im Groben. Also einfach nur Geschwindigkeit und Gasanstrengung ein, weil damit garantiere ich euch, dass ihr schneller werden könnt, wenn ihr die Daten habt, wenn ihr so ein I2RM oder ähnliches habt. Also, ich würde sagen, wir gehen in die Datenanalyse. Beste neue Rundenzeit 1:43,7 oder 6 ungefähr. So, die Turns mit dem neuen Reifen waren auf jeden Fall erfolgreich. Ich bin ja bei einer 47 oder sowas da gewesen, dann mit dem Dario rausgefahren und es wurde besser. Bin danach nochmal einen Turn gefahren und wir sind ja dann, oder ich bin jetzt nochmal 43 hochgefahren, also sehr, sehr gut. Diese Daten ziehen wir uns jetzt aus dem Motorrad raus und hauen wir hier auf diesen wunderschönen Yamaha USB-Stick. Und dann erzähle ich euch mal, wie das Ganze ungefähr funktioniert. Es ist ja nicht volles Data-Recording. Aber damit können wir auf jeden Fall schon eine Menge anfangen. Das ganze Data Recording funktioniert hier über das I2M. Das ist ein Dashboard, was man zusätzlich kaufen kann. Nicht von Yamaha offiziell, sondern wie gesagt von der Marke I2M. Das aktualisiert sich hier einmal, fällt hoch. Und dadurch, dass meine R1 ja schon viele Daten hat, also Gasgriffstellung, TC, Schräglage, RPM und sonst viele Sachen, kann ich davon schon mal viel nutzen. Ich habe den USB-Stick jetzt hier rangemacht, einfach hier. Hier ist der USB-Anschluss, da. Und dann kann ich hier in die Daten gehen. Dann haben wir hier die ganzen Rundenzeiten und so weiter. Und bei dem I2M habe ich jetzt zum Beispiel dann Bremsdruck und so weiter auch alles mitgetrackt. Das Ganze kann man dann hier einstellen bei Data etc. Seht ihr, dass ich schon 23% Speicher verbraucht habe und wann sich das aktiviert und so weiter. Und hier kann ich dann einfach die Daten downloaden. Dann gehe ich hier auf Cartagena vom heutigen Tag. Zack, ziehe mir das File runter, das geht relativ schnell und dann bin ich schon ready und kann damit an den Computer. Ganz wichtiges Upgrade, was ich noch hatte, ist hier ein Bremsdrucksensor. Und genau das gleiche machen wir mit dieser wunderschönen R1 hier nochmal. Da packen wir jetzt auch die ganzen Daten rauf. Der Nils sitzt da schon, der ist nämlich ein bisschen flotter hier. Der ist, glaube ich, schon eine 39 gefahren und ist schon mal 38 gefahren. Und der hat tatsächlich genau das gleiche Dashboard, fährt auch eine R1. Dementsprechend ist das natürlich sehr praktisch für mich. Und da haben wir jetzt alle Daten rausgezogen und jetzt setzen wir uns mal an den Computer. So, ich bin das Ganze jetzt gerade mal mit Nils durchgegangen. Der hat mir das jetzt probiert, einmal zu erklären, wie ich das vernünftig lesen kann. Ich habe sowieso super viel in Sachen Daten schon da gelernt und ich dachte, wir gehen das jetzt einfach mal grob durch. Es ist ein sehr komplexes Thema, aber ich habe jetzt mal zwei Graphen für euch hier aufgemacht. Und das ist einmal die grüne Linie, das bin ich. Die rote, das ist Nils auf der 39er Runde und bei mir ist es eine 43er Runde. Das ist echt cool, dass man solche Daten hat, weil ich kann damit jetzt arbeiten. Ich kann gucken, wo ist Nils schneller und wo kann ich sozusagen jetzt Zeit gut machen. Wir fangen einfach mal ganz am Anfang mit der Gerade hier schon oben an. Und da seht ihr vielleicht auch schon, dass da eine kleine Spitze ist. Und da haben wir alleine schon einen Geschwindigkeitsunterschied von rund 10 km/h, was eine Menge, Menge ist. Und wir können hier unten, wie gesagt, das ist km/h-Anzeige. Und hier unten haben wir die Gasgriffstellung, wie viel Gas wir geben. Und das ist jetzt, da müsste ich ordentlich ranzoomen, das kann ich für euch einmal kurz machen. Und man sieht hier unten auch bei der Gasgriffstellung, dass Nils nicht nur schneller ist, also hier oben haben wir das ja gesehen mit dem Topspeed, sondern auch noch einen Ticken länger das Gas stehen lässt. Das heißt für mich, ich kann auf jeden Fall A, besser noch auf die Startziel rauskommen, auf die Gerade und ich könnte auch noch dann einen Tick länger stehen lassen. Das bringt dann wieder einige Meter. Wie gesagt, das ganze Thema ist nicht ganz leicht. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Aber wenn man sich ein bisschen in das Thema einfuchst, ist es auf jeden Fall sehr geil. Ich will jetzt einfach hier mal ein bisschen drauf eingehen, weil ihr seht ja auch, die Graphen verschieben sich. Das Rote ist quasi vor die Hügel oder die Ausschläge, also die Fahrweise, verzögert sich quasi nach hinten, beziehungsweise der grüne Balken geht nach rechts rüber. Das heißt, meine Sachen sind langsamer. Grün ist die langsamere Rundenzeit. Und jetzt können wir halt gucken, wo verschieben sich die Hügel extrem auseinander, damit ich dann, natürlich am Ende ist es dann die Gesamtsumme aus allem, aber damit ich dann gucken kann, wo ich dran arbeiten kann. Und hier fällt direkt am Anfang auf, hier wo meine Maus ist,
dass direkt am Anfang, also in den ersten 2, 3 Kurven viel passiert. Hier auf die erste Kurve sind wir relativ gleich schnell, verzögern ähnlich und verzögert dann hier runter auf die enge Linkskurve, wo ich eh schon Probleme hatte, nicht so doll wie ich. Ihr seht es, die grüne Linie ist tiefer als die rote. Also ich bin langsamer in der Linkskurve und mir fehlt da schon so viel Speed. Wir können ja einmal raufklicken. Wir sind jetzt nicht ganz genau dran an dem tiefen Punkt von Nils, aber es sind ungefähr 10 oder 8 bis 10 km/h Unterschied in einer Kurve. Und dementsprechend ergibt sich auch noch mal einiges an Zeitunterschied dann auf dieses kurze Zwischenstück vor der Schikane. Und man kann rund sagen, wenn man da unten den Graph mal vergleicht, hier verliere ich fast eine Sekunde. Und mir wird das dadurch halt einfach visualisiert, warum das so ist. Weil ich gebe einfach, beziehungsweise ich fahre einfach nicht schnell genug durch die Kurve und kann da jetzt im nächsten Turn dran arbeiten. Ich wollte euch nur einmal erklären, wie jetzt hier quasi die Linien sich verschieben und warum es Zeitunterschiede gibt. Das Coole ist jetzt auch, dass ich das nach gefahrenen Kilometern machen kann. Also ich kann genau sehen, an welcher Stelle Nils jetzt wie viel Gas gibt und was ich da mache. Deswegen switchen wir das einmal kurz zu gefahrene Kilometer und da können wir dann auch nochmal andere Erkenntnisse draus ziehen. Ich will jetzt nicht die ganze Strecke mit euch durchgehen, das habe ich mit Nils schon gemacht. Ich habe auf jeden Fall an ein, zwei, drei Stellen noch ein paar Probleme, wo ich konsequenter reinlaufen lassen kann und rausbeschleunigen kann. Aber ich zeige euch einmal die Kilometer. So, jetzt sind die Graphen sehr nah beieinander, weil es sich nicht mehr durch die Zeit verschiebt, sondern nur nach den gefahrenen Metern. Und da können wir zum Beispiel erkennen, dass aus der Kurve 3 raus, also da, wo ich eh schon zu langsam bin, Nils auch noch hier, ihr könnt es hier sehen, ein bisschen konsequenter das Gas aufmacht. Und das resultiert am Ende auch hier in einem höheren Speed. Und es sind immer kleine Sachen, aber darum geht es im Rennsport irgendwann. Ein höherer Speed, mit dem er in die Schikane reinfährt. Und das geht dann immer weiter auf die lange Rechtskurve, ein Ticken mehr Speed mitgenommen. Und somit ergeben sich dann auch später Zeitunterschiede. Die sehen wir jetzt nicht hier, aber gerade mit den gefahrenen Metern kann ich halt analysieren, wo ich besser oder schlechter zum Beispiel rauskomme. Wir sehen auch Stellen, wo ihr seht, guck mal, da gibt der Nils gar nicht unbedingt so viel Gas wie ich. Aber auch der Nils kann aus diesen Daten jetzt lernen und gucken. Zum Beispiel, ich fahre mit Power Mode 2 und das erkennt ihr gerade auch an der Gaslinie. Mein Gas wird viel sanfter angenommen als beim Nils. Ich blende euch hierzu immer die entsprechenden Abschnitte auch nochmal als Video ein. Aber hier zum Beispiel nach der blinden Links die Rechtskurve danach beschleunigt Nils auch nochmal konsequenter einmal nach oben. Nahezu 100% Gas. Bei mir sind es vielleicht 83, das macht's aus. Dasselbe auch eine Kurve danach, der Linksknick. Nils beschleunigt da auch nochmal konsequenter raus. Und das sind die Meter, die man am Ende einfach macht. Und an denen oder an diesen Graphen, an diesen Dingern hier, kann ich am nächsten Turn arbeiten, weil ich weiß, einfach konsequenter nochmal das Gas öffnen. So, und hier sehen wir auch nochmal zu guter Letzt dann Aufstartziel, dass sich da ultra Zeit verloren hat und deswegen der Topspeed auch schlechter ist, weil ich hier einmal extrem vom Gas gegangen bin auf meiner schnellen Runde beim Rausbeschleunigen. Ihr könnt es sehen, ich kann mal hier kurz raufgehen. Zack, zack. Da, wir beschleunigen hier auf Startziel raus und dadurch, dass ich so Wheelie-Probleme irgendwie da einmal hatte, einmal das komplett das Gas richtig zumache und dann wow, und das muss eigentlich, muss das bumm hochgehen und dann auf 100% bleiben. Wie gesagt, das alles ist kein leichtes Thema, aber es wird euch auf jeden Fall sehr viel bringen, wenn ihr euch damit beschäftigt und auch von Kollegen zum Beispiel andere Daten habt. Ich würde sagen, wir schwingen uns wieder rauf aufs Bike und gucken mal, ob wir da noch was finden können in diesem Video. Wenn nicht, dann ist es halt so, aber auf jeden Fall kann man damit super auch auf Strecken arbeiten. Zum Beispiel, ich bin hier zum ersten Mal mit der R1, die man nicht kennt. Und wenn man nah irgendwann so ein bisschen in den Groove kommt, kann man mit diesen Daten extrem viel anfangen. Schneller sind wir nicht mehr geworden, trotz des Data-Recordings. Ich glaube, es liegt aber gerade auch ein bisschen an mir. Ich bin jetzt heute Morgen direkt nochmal rausgefahren. Am nächsten Tag, gestern war sehr, sehr viel Wind dann nachmittags. Bin direkt wieder eine 44.0 gefahren, also knapp sogar nur an meiner Bestzeit der 43 jetzt dran. Ich bin top zufrieden mit meiner Verbesserung. Und ja, die Metzler-Reifen haben wieder alles geleistet. Und im nächsten Video geht es aber hier und da hinten, ist es vielleicht da, Big Size Reifen. Da werde ich mal so ein bisschen Unterschied mal probieren. Ich bin noch nie Big Size gefahren. Wenn euch das Video jetzt hier schon mal gefallen hat oder wenn ihr Fragen habt zum Data Recording, schreibt die gerne mal in die Kommentare. Das war ja auch alles sehr grob, aber ich dachte mir zum ersten Mal verstehen bzw. zum ersten Mal anschauen, reicht es für euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder auch bei YouTube. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.